Hey Leute, willkommen zu diesem Video. Wahrscheinlich seid ihr auf dieses Video gestoßen, weil ihr euch gefragt habt, was Git überhaupt ist und für was man es nutzen kann. Git ist eine kostenlose Verwaltungssoftware für Quellcode mit integriertem Versionskontrollsystem. Ein Versionskontrollsystem ist eine Software, mit der man auf einen älteren Entwicklungsstand zurückgreifen kann, ohne seine aktuellen lokalen Änderungen zu verlieren. Verteilt bedeutet, dass es für die verschiedenen Versionen einen lokalen und serverseitigen Aufbewahrungsort gibt. Diesen Aufbewahrungsort nennt man Repository. In Git werden alle Versionen des Projektes in einem Verzeichnis gespeichert. Es kann eingesehen werden, welche Änderungen, wann und von wem aus deinem Team gemacht wurden. Zu jeder dieser älteren Versionen kann bei Bedarf wieder zurückgekehrt werden. Gerade wenn du im Team arbeitest, ist Git ein großer Vorteil, da mehrere Entwickler gleichzeitig lokal an einem Projekt arbeiten können, dieses zu einem gemeinsamen Projekt auf einem Server zusammengefasst werden kann. Um Git zu benutzen, muss für jedes Projekt ein Repository angelegt werden. Repositories sind Container für ein Projekt, das du mit Git verwalten willst. Um deine Änderungen hochzuladen, musst du sie erst committen und dann in einen Code-Verwaltungsservice pushen. Commits sind Wiederherstellungspunkte der Version. Neue Commits werden dem Commit-Verlauf hinzugefügt. Ein wichtiger Bestandteil sind Branches. Diese sind Verzweigungen von dem Ursprungspfad, Master Branch genannt. Branches können wieder in den Master Branch zusammengeführt werden. Dies wird Merging genannt. Um Git richtig nutzen zu können, wird ein Code-Verwaltungsservice benötigt, der Projekte und Repositories hostet. Die bekanntesten Vertreter sind GitHub und GitLab. GitHub ist eine der ältesten und populärsten Git-Hosting-Plattformen und wurde von Microsoft entwickelt. GitLab dagegen ist eine Open-Source-Software von GitLab Incorporations. Jetzt bleibt nur noch die Frage, was der Unterschied zwischen GitHub und GitLab ist. GitLab läuft nicht wie GitHub auf einem für jeden zugänglichen Server, sondern wird auf privaten Servern installiert. GitLab bietet viele kostenlose Features, die in GitHub nur kostenpflichtig enthalten sind. GitHub ist eine weit verbreitete Plattform und für den professionellen Einsatz geeignet. GitLab dagegen ist eine zum Großteil kostenlose Variante für Schule und Studium. Dieser kleine Einblick in Git hat euch hoffentlich die Software schmackhaft gemacht und ihr werdet in Zukunft Git auch für eure Projekte nutzen.